Das Bürgerhaus Bennohaus ist seit 30 Jahren ein soziokulturelles Stadtteilhaus im Ostviertel von Münster. Das Bürgerhaus dient generationsübergreifend als Zentrum für alle Bürgerinnen und Bürger. Es bietet umfassende Angebote in der Weiterbildung, Medienkompetenzvermittlung und sozial- sowie medienpädagogische Projekte an. Kreativ- und Sportangebote als auch Beratung bis hin zu kulturellen Events und Konzerten ergänzen das Programm. Ein besonderes Augenmerk gilt der Qualifizierung von Multiplikatoren und Freiwilligen in den unterschiedlichen Fachbereichen. Der gemeinnützige Verein Arbeitskreis Ostviertel e.V. ist Trägerverein des Bennohauses und gestaltet mit den Bürgern des Stadtteils das Programm. Für die Menschen im Stadtteil und der Stadt Münster entwickeln sie selbstorganisiert maßgeschneiderte Angebote. Das Bennohaus teilt sich in 5 Fachbereiche: Stadtteilarbeit, die Kultur im Stadtteil, die Bildungsstätte BIP, Medien- und Kulturpädagogik, das Medienkompetenzzentrum und Internationales. Die zentrale Anlaufstelle für die Bürgerinnen und Bürger ist die Service- und Beratungsstelle Infothek. Hier können sich Interessierte über alle Aktivitäten des Bennohauses informieren und sich für die unterschiedlichen Angebote anmelden. Stadtteilarbeit, Kultur im Stadtteil. Die Räume des Bennohauses können von den Bürgerinnen und Bürgern für Meetings, Vorträge und Feiern gemietet werden. Außerhalb des Bennohauses stehen allen Generationen Räumlichkeiten für Sport-, Schul- und Freizeitaktivitäten zur Verfügung. Das Internetcafé steht allen Bürgern offen. Freiwillige Helfer stehen beratend zur Seite. Künstler und Laien können ihre Werke und Bilder für jeweils 2 bis 3 Monate in den Räumlichkeiten des Cafés einem breiten Publikum vorstellen. Das Bennohaus holt die Kultur in den Stadtteil. Live-Musikkonzerte, Kabarett, Theateraufführungen und Kulturveranstaltungen im großen Saal werden begeistert von den Münsteranern angenommen. Stadtteilarbeit heißt aber auch interkulturelle Öffnung. Heißt gemeinsame Feste und Begegnungen und Austausch im Bennohaus. Vielfalt als Vorteil. Das Bennohaus bietet verstärkt Aktivitäten für Senioren an. Die anerkannte Senioreneinrichtung setzt auf das Engagement der Senioren. Freizeitkulturelle Angebote werden sinnvoll durch Weiterbildungsangebote ergänzt. Ein Schwerpunkt liegt hier auf der Vermittlung von Medienkompetenz. Die Bildungsstätte im Bennohaus ist eine staatlich anerkannte Einrichtung nach dem Weiterbildungsgesetz NRW. Sie ist nach dem Gütesiegelverbund Weiterbildung zertifiziert. Die Bildungsstätte bietet eine Vielzahl von Fortbildungen, Kurse, Seminare und Workshops an. Medienkompetenzvermittlung von Jung und Alt, aber auch kreative und Sportangebote stehen zur Verfügung. Die Bildungsstätte qualifiziert jährlich über 60 Freiwillige und Multiplikatoren, die nach einer 4-wöchigen Ausbildungsphase für ein halbes Jahr in den verschiedenen Projekten des Bennohauses eingesetzt werden. Diese Fortbildung startet mit einem vorgeschalteten E-Learning unter fachkundiger Anleitung, bei dem die Freiwilligen interaktiv alle nötigen Theorieinhalte im Voraus lernen. Diese werden dann während der Qualifikation mit der Praxis verknüpft. In der anschließenden Projektphase arbeiten die Multiplikatoren selbstständig mit verschiedenen Zielgruppen in unterschiedlichen Aufgabenfeldern. Das Bennohaus ist eine anerkannte Kultur- und medienpädagogische Einrichtung. Dieser Fachbereich teilt sich in 2 Segmente, das kulturpädagogische und das medienpädagogische Segment. Im kulturpädagogischen Bereich werden Kindern und Jugendlichen kreative Weiterbildungsangebote im Bennohaus und in den Schulen Münsters angeboten. Angeleitet werden die Kinder von Freiwilligen und Künstlern in den jeweiligen Bereichen. Die 2. Säule ist die medienpädagogische Arbeit im Bennohaus und im Stadtteil. Qualifizierte Medientrainer und Freiwillige, die im Bennohaus praxisnah ausgebildet wurden, planen und führen medienpädagogische Projekte in Kooperation mit vielen Partnern durch. Diese Projekte, Ferienmaßnahmen, Ganztagsangebote, Fördergruppen und schulbegleitende Angebote für Kinder finden im Bennohaus und in ähnlichen Einrichtungen statt.
Dabei werden Kinder im Kindergartenalter, Grundschulkinder und Schüler und Schülerinnen der weiterführenden Schule, Heranwachsende mit sozialen Schwierigkeiten mit den Medien Film und Fernsehen, Radio und Fotografie sowie Computer und Internet unterstützt und angeleitet. Sie bekommen diese audiovisuellen Medien an die Hand, um eigene soziale, persönliche und fachliche Kompetenzen zu trainieren. Alleine im Bereich Film- und Fernsehproduktion arbeiten bis zu 15 Kinder- und Jugendredaktionsgruppen. Die Sendungen werden im lokalen Internetfernsehen und landesweit im Rahmen des Lernsenders NRVision der Universität Dortmund ausgestrahlt. So erfahren die jungen Menschen öffentliche Wertschätzung. Über die Produktion und die öffentliche Verbreitung der Beiträge lernen sie Kommunikationszusammenhänge kennen. Über den Kompetenzerwerb gelangen sie zu einem kritischen und selbstbestimmten Umgang mit den neuen Medien. Das Medienkompetenzzentrum im Benno-Haus ist crossmedial aktiv. Es qualifiziert die Bürger aller Generationen und spezielle Zielgruppen wie Multiplikatoren in den Bereichen Fernsehen, Film, Video, Online-Journalismus und Audio. Das Medienkompetenzzentrum bietet ein breites Betätigungsfeld in Redaktionsgruppen und Projekten. Für die Produkte gibt es unterschiedliche Veröffentlichungsmöglichkeiten. Open Web TV ist hervorgegangen aus dem offenen Kanal TV Münster und sendet seit Januar 2009 im Internet unter www.owtv.de. Alle Sendungen und Filme sind ganz bequem als Video on Demand über das integrierte Videoportal anzusehen. Redaktionen bzw. Bürgergruppen produzieren monatlich vielfältige Magazinformate. Sie werden von hauptamtlichen Azubis, Honorarkräften und Freiwilligen erstellt. Selbstorganisiertes Lernen unter Anleitung begleitet die Redaktionsarbeit. Von der Kamerabedienung übers Moderieren bis zum finalen Schnitt ist alles dabei. Höhepunkt bilden dabei für alle Beteiligten die Live-Sendung. Die Redaktionsgruppen produzieren ein Programm. Es setzt sich zusammen aus unterschiedlichen Magazinsendungen, Beiträgen und Produkten aus anderen Fachbereichen. Seit 2010 sendet Open Web TV zusätzlich über das digitale Kabelnetz auf Kanal 137. Als Zulieferer für den TV-Lernsender NRW, der das Programm aller ehemaligen offenen Kanäle in Nordrhein-Westfalen bündelt. Im Zuge dieses Pilotprojekts, gefördert durch die Landesanstalt für Medien, ist es möglich, hochwertige Qualifizierungsmaßnahmen für Freiwillige anzubieten. Neu ist die Qualifizierung Trainer für IKT und Medienkompetenzen. Diese setzt sich zusammen aus drei Modulen. Modul A – Videojournalismus, Modul B – Online-Journalismus und Modul C – Trainerkompetenzen. Jedes Modul wird dabei von einem E-Learning vorbereitet und von einem Tutor begleitet. Zu dem umfangreichen Betätigungsfeld von Open Web TV gehört das Produzieren von Filmen im Rahmen von Projekten oder Auftragsarbeiten. Außerdem steht es jedem Interessierten frei, sich Technik für Bürgermedienarbeit aus dem Sortiment auszuleihen, sofern er Beiträge für OWTV oder den Lernsender in Dortmund produziert. Seit Jahren ist das Benno-Haus im Bereich Bürgerfunk aktiv. Viele Redaktionsgruppen produzieren ein Programm, das über den Stadtsender Antenne Münster ausgestrahlt wird. Daneben gibt es viele Schulprojekte, deren Produkte ebenfalls im Bürgerfunk ausgestrahlt werden. Das Benno-Haus ist in der internationalen Medienarbeit tätig. Diese Arbeit ist eng mit den anderen Fachbereichen verknüpft. Ziel der Arbeit des Benno-Hauses ist es, lokale und internationale Zusammenhänge medial deutlich zu machen. Zielgruppenarbeit, Projektarbeit und Qualifizierung bilden den Schwerpunkt bei der Arbeit mit internationalen Organisationen und Münsters Partnerstädten. Das Benno-Haus gründete aus diesem Grund mit Partnern anderer Länder das europäische Netzwerk European News for Media Network e.V. Das Netzwerk besteht heute aus 36 Mitgliedern aus 24 Ländern. Darunter sind Universitäten, Schulen, Nichtregierungsorganisationen, Jugendeinrichtungen, Bürgerhäuser, Kulturzentren und viele mehr. Gemeinsam organisieren diese Einrichtungen unterschiedliche Aktivitäten. Mit finanzieller Unterstützung der Europäischen Kommission in Brüssel und der Nationalagentur in Bonn realisiert der News for Media Verein und das Benno-Haus zahlreiche Projekte. Die Projekte sind vorwiegend auf Medien und politische Bildung ausgelegt. Viele ehrenamtlich engagierte Jugendliche und Multiplikatoren bekommen die Chance, sich zu qualifizieren.
Die Produkte, Videobeiträge und Filme der Projekte werden auf den internationalen Videoplattformen www.europeanwebtv und www.useformedia.eu der Öffentlichkeit präsentiert. Das Ziel dieser Aktivitäten ist der Aufbau eines europaweiten Netzwerkes politisch und sozial interessierter und engagierter Videoreporter, die Schaffung eines europäischen und internationalen Bewusstseins und die Förderung einer zivilen Bürgergesellschaft. Darüber hinaus erhalten Jugendliche und Multiplikatoren gute crossmediale Kenntnisse im Bereich des Journalismus und im Umgang mit neuen Medien. Fach- und generationsübergreifend, integrativ und interdisziplinär. Dafür steht das Benno-Haus und seine Arbeit, seine Angebote und Projekte in den unterschiedlichen Fachbereichen. Benno-Haus, alles unter einem Dach. Leben und Lernen.